Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit und die Wahrheit dringt ans Tageslicht, egal wie lange es dauert. Nun haben wir schwarz auf weiß auf den unter Verschluss gehaltenen geheimen Papieren des Robert-Koch-Instituts. Die Corona-Kritiker, die als Querdenker diffamierten kritischen Bürger hatten recht und zwar vollumfänglich. Und die Mehrheit der Lemminge saß einer Lüge auf, einer politischen Lüge der Eliten. Die Lockdowns waren schädlicher als das Virus selbst. Das Virus selbst war kaum schädlicher als eine Grippe. Die Masken hatten kaum Nutzen, dienten eher psychologischen Gründen zur geistigen Knechtung der Menschheit ins Korsett der autokratischen Koronisten. Die Corona-Gesetzgebungen waren größtenteils verfassungswidrig. Politiker in Deutschland und Österreich wie Merkel, Spahn, Lauterbach, Kurz, Nehammer, Söder können straffrei als Verfassungsfeinde, als Verfassungs- und Grundrechtsbrecher tituliert werden. Mit Angst und Panik wurden Menschen in die Spritze gezwungen, regelrecht getrieben. Selbst NS-Gesetzgebung, die Impfpflicht, sollte wieder implementiert werden. Und das trotz schwerer Bedenken gegen gewisse Impfhersteller. Sie, die Politiker, haben Grundrechte gebrochen für ein politisches Märchen, das sie selbst inszenierten. Die sogenannten Experten waren größtenteils gekauft, vertraten keine wissenschaftliche Meinung, sondern dienten als hübsche Kulisse für die politischen Entscheidungen. Die Journalie war pures Propagandainstrument, hinterfragte nicht kritisch, sondern vertrat die angeordnete Meinung des Establishments. Kritische Bürger wurden ausgegrenzt, diffamiert, in ihren Grundrechten geschändert. Und jene, die vorsätzlich und falsch handelten, stehen heute noch immer nicht vor Gericht, obwohl sie Menschen vorsätzlich verängstigten, damit sogar Politik gegen das eigene Volk machten. Milliarden Euro flossen in die Pharmaindustrie, die Testlobbyisten wurden reich, die Maskenhersteller lachen uns bis heute aus. Milliarden Euro wurden versenkt, flossen in korrupte Kanäle. Jugendlichen wurden die Bildungschancen geraubt, eine Gesellschaft wurde gespalten, Familien gegeneinander aufgebracht. Die Anzahl psychischer Erkrankungen hat sich verdreifacht. Lange wird es noch dauern, bis sich die Bürger vom Wahnsinn einer komplett aus den Fugen geratenen Politik erholen. Jene, die vorgaben, uns zu beschützen, haben uns verraten. Und dafür gehören sie bestraft.